Link. Verbandskästen verleihen auch Eve. Ist vielleicht gar nicht schlecht. So, Maschinenbasse. Hacker's Delight. Jedes Mal, wenn sie etwas hacken, erhalten sie wenig Gesundheit und Eve. Ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Metal Expert. Ist mir, glaube ich, viel besser als... Tempo-Hacker, super Maschinenbuster. Erhöht den Schaden, den sie Kameras, Bots und Geschütze hinzufügen. Brauche ich nicht. Verringert die Geschwindigkeit beim Hacken von Geschützen, Bots und Kameras. Jo, ist eigentlich ganz gut. Ihre Kleinen in schweren Zeiten ein sorgloses Leben. Unterbringung und Unterricht sind gratis. Kinder sind schließlich Rapture's Zukunft. Naja, was es damit auf sich hat, lernen wir alles noch kennen. Also für die Leute, die Bioshock jetzt nicht kennen, ich kenne es ja größtenteils, deswegen muss ich halt ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu sehr Spoiler. Wieso kann ich das nicht hochholen? Werden wir wahrscheinlich noch lang können. Wundert mich, dass wir hier nicht lang können. Wundert mich wirklich. Normalerweise müsste das gehen. Ist da hinten irgendwas? Das ist alles immer gerade ein bisschen schwierig für mich. Aber ich glaube, ich ach, warum laufe ich denn? Scheiß doch der Hund drauf. Ich will jetzt weiter. Ich will jetzt auch mal weiterkommen. Hier blinkt was. Nee, komm. Drauf geschissen. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit hier so rumeiern. Ich komme, hab so das Gefühl, dass immer zwar Gegner kommen, aber... Das ist... Ja, Raptor, ne? Ist ja nicht so geil gelaufen. So, den haben wir gehackt. Willkommen im Zirkus der Werte. Ach, warum nicht nochmal? Willkommen im Zirkus. Jo. wunderbar. MG-Patron. Aufheben. Müssen wir hier lang? Können wir hier lang? Hier waren wir schon, okay. Aber da gibt es noch ein paar MG-Patronen. Das ist, glaube ich, wichtig, weil ich extrem Probleme habe. Gut, super. Jo, was wollte ich machen? Ich will jetzt weitergehen. Darauf habe ich auf jeden Fall Lust. Und ja, um halt nochmal... nachzugehen. Ich glaube, Rapture, da ist ordentlich die Kacke am Dampfen. Ist jetzt nicht so geil gelaufen, wie gedacht. Okay. Aber sonst können wir nirgends lang, ne? Nicht irgendwie, dass hier in der Ecke was ist. Nein. Wie gesagt, ich sehe das genauso dunkel wie ihr. Das Spiel ist halt einfach so. Wir werden hier nochmal versorgt. Das ist gut. Ich hab mir viel zu viel reingehauen. Da oben liegt was, aber warum komme ich da nicht dran? Doch, komm, ich muss nur genau zielen. Ist mir in den Müll geworfen. So ein Stück. Da oben liegt was. Ich kann da halt nicht anders daran. Da muss man doch irgendwie ran. Ah, das ist Schrot. Okay. Gut, Hinweis zu halten. Okay, hier lang muss ich. Mit der Rohrzange. Atlas hat mir schon gesagt, dass du gern eine Einladung in die Fischfabrik hättest. Du spinnst wohl. Wenn du mir allerdings eine Forschungskamera aus dem Büro des Hafenmeisters besorgen könntest, würde ich das mit der Einladung schon hinkriegen. Was war das? Du sitzt in der Scheiße, mein Freund.
Alter! Das machst du aber fein, Mädchen. Jetzt mal lieber zum Zirkus gehen sollen! Alter, was geht denn mit der ab? Boah, warum ist die denn so brutal? Ich blute! Den schaffst du nicht. Sieh mal auf den Vorderrand nach. Da findest du was, was dich wieder auf die Beine stellt. Und jetzt schnapp dir die Kamera und fotografiere die Dinger, die an der Decke rumkrabbeln. Dann lass ich dich auch in die Fischfabrik rein. Und denk daran, mein Freund. Wenn sie auch nur danach riecht, dass du was mit Fontaine zu tun hast, mache ich dich kalt. Atlas legt zwar seine Hand für dich ins Feuer, aber ich lass dich trotzdem nicht aus den Augen. Alles klar. Ich will mich auch nicht beschweren, mein Freund. Finde ich geil, dass er uns einen Granatwerfer gegeben hat. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen sprachlos. Sollten wir sterben? Also der Splicer hat uns jetzt ordentlich natürlich die Hutkrempe umgekrempelt, würde ich sagen. Aber nicht genügend Geld. Den schaffst du nicht, okay. Ein Mensch, der Angst vor Geistern hat. Fontaine ist seit Monaten tot und jeder weiß das. Halb Rapture hat immer noch Angst vor ihm. Sogar Ryan, Herrgott nochmal. Naja, mach dir darüber keine Gedanken. Auf uns wartet Arbeit. No! Super, wir haben eine Handgranate. Ja, aber ein Granatwerfer und Geldgeheu. Das freut mich sehr. Das macht mich auch neu. So, kann ich da runter irgendwie? Ja, ne? MG-Patron. Super. Gut, ist natürlich blöd, 4 Granaten für 3 Splicer, aber es ist irgendwie krass, dass die Nicht-Kopfschüsse so extrem wenig Damage machen. Ich glaube, ich stelle das wirklich wieder auf einfach, wenn das halt so weiterkommt. Das wüsste der alte Peach, wo man eine Forschungskamera herkriegt. Ich glaube, er ist ganz in Ordnung. Er wird sicher warten, bis er hat, was er von dir will, wenn sie den Baum aufschnitt. Gut. Habe ich hier noch was? Nein, ich habe kein Adam mehr. So, Kiste mit Granaten, ist natürlich nichts drin. Ja, dafür habe ich keine Munition mehr. Der wechselt auch nicht. Was ich gut finde, ist, dass der nicht auf die Dingsbums wechselt. Ja, das wirst du. Komm mal her. Puppe, hm? Ja. Warte einfach, was ich von den Little Sisters halten soll. Die Little Sisters? Mensch, ist dir nicht klar, dass sie die Kraft sind, die Menschen zu sammeln? Ah, hier kommen wir also hin. Okay. Ich hoffe echt, dass es auf Dauer nicht so dunkel wird. Meine Bots machen das schon, ne? Heul nicht rum. So, die Tonbänder möchten natürlich alle haben. Fontaine muss weg. Es muss etwas geschehen in Sachen Fontaine. Während ich Gebäude errichtet und Fischgründe erworben habe, hat er sich ein Monopol auf Genotypen und Nukleotidsequenzen aufgebaut. Rapture verwandelt sich vor meinen Augen. Der große Zusammenhang, die große Kette beginnt meinen Händen zu entgleiten. Es ist Zeit, die Zügel wieder anzuziehen. Oh. Kenne ich. Ja. Es ist noch nicht vorbei.
Verlasse die Finsternis hier unten. Ja, das machst du super. So, schön, dass ich jetzt hier nochmal ausgerüstet werde. Pistolenkugeln. Ist nichts in den Fischkisten, ne? Oh, das sind die Dinger. Daher, dass es jetzt so schwierig ist, bin ich so ein bisschen paranoid. Und befürchte, dass hinter jeder Ecke irgendwas lauert, was ich nicht haben will. Kontaktmine. Habe ich irgendwo eine Schrotpatrone vergessen? Ah, wir kriegen neue Munition für den... Diese Kontaktminen, die da hier überall verballert sind. Naja, ich muss ihn irgendwie hier rüber locken. Oh, diese Big Daddies, ey. Alter, der hält sich ja gar nichts mehr aus. Also ich habe ja kein Problem damit, ne? Aber alter Schwede, also normal. Puh, ich will aber jetzt auch nicht unbedingt... Das habe ich gehört. So spricht Gott. Ja, natürlich. Du weißt, wie Gott spricht. Natürlich. Gerade du mit einer Waffe in der Hand. Natürlich. Ich bin so im Arsch, ey, Leute. Tatsache. Wie sie Pleise haben. Ich brauche unbedingt Granaten. Kann ich schon mal an so einen Kaufautomaten hin? Weil ich glaube, mit Granaten ist es echt einfach gegen so ein... Also nicht einfach, aber es ist angenehmer. Wir brauchen halt auch die Sisters, ne? Ist der mit einer Sister unterwegs? Nein, nicht mehr. Das gibt keinen Sinn. Hacken. So, dann nach oben. Nochmal nach oben. Dann habe ich ein bisschen Zeit, was Richtiges zu finden. Dann brauche ich so ein Teil. Super. Super duper. Ah, das sind solche Spulen. Die Spulen machen, dass das Teil ein bisschen langsamer läuft. Super. Ups, Entschuldigung. So, ich habe keine Ahnung, was da abgeht.
Find's aber soweit okay. Ich habe heute einen Schmuggler an den Docks einen Ball werfen und fangen sehen. Ich war sehr verwundert, denn er hat eigentlich verkrüppelte Hände dank einer alten Kriegsverletzung. Als er neulich einen Lastkahn entladen hat, wurde er aber von einer Seeschnecke gebissen. Am nächsten Morgen konnte er seine Finger zum ersten Mal seit Jahren wieder bewegen. Ich habe ihn gefragt, ob er die Seeschnecke noch hätte. Glücklicherweise hatte er sie. Oh, du Arschloch, du Dreckiger. Ah, Mist. Boah, die Dinger schießen halt auch durch mich durch, ne? Also nicht durch mich durch, sondern wenn die so einen Typen sehen, schießen sie halt drauf. Und da ist es auch relativ wurscht. Auf diesen Fontaine müssen wir aufpassen. Er war mal eine Plage, die man hätte verurteilen und aufknüpfen sollen. Aber irgendwie waren und sind die Beweise gegen ihn nie eindeutig. Er gehört zu der gefährlichen Sorte von Gaunern, zu denen mit Visionen. So, die Kamera kann ich nicht hacken, also muss ich sie kaputt machen. Ich bin hier die ganze Zeit nur am Hacken, das geht so nicht, Leute. Aber ist halt nun mal Teil des Gameplays. So, ich muss hier nach rechts, dann nach oben. Dann wieder nach rechts, nach oben. Dann nach rechts, dann geradeaus. Und dann so ein Teil nach oben. Okay, Verbandskasten habe ich eigentlich ganz genug. Kann mir auch nichts leisten. So, hab ich. Super. So, die Sicherheitskameras muss ich aber hacken. Ob ich nun will oder nicht. Das ist halt nun mal so. So, jetzt brauche ich was nach unten. So, jetzt Runner damit. Eins noch. Da oben ist eins. Super. Schmugglerkiste ist natürlich nichts drin, ist klar, aber hier liegt noch was rum. Oh, Splittergranate. So eine Splittergranate ist echt nicht schlecht, ne? Die Forschungskamera sieht wie eine ganz normale Kamera aus. Glaubt man diesem Artikel aus einem Magazin, das ich abgestaubt habe, kann man mit ihr genetische Codes analysieren, biologische Strukturen bestimmen. Und noch eine ganze Menge andere studierte Sachen machen. Okay.